Ich will heute über Technologie sprechen. Technologie zur elektronischen Live-Musik. Ein Knackpunkt bei der elektronischen Live-Musik ist, sehr viel wird gar nicht live gemacht. Oder fangen wir es anders an. Viel von der elektronischen Musik, die wir heutzutage zum Hören ist Musik, die jetzt 8 Stunden lang wurde an dem Stück geschraubt und nächsten Tag mit dem neuen frischen Gehör wurde auch nochmal drüber geschraubt und manchmal braucht es sogar mehrere Tage oder Abstände von Wochen, bis so ein Projekt irgendwann mal fertig ist. Und für das habe ich nicht wirklich Zeit gehabt. Wenn man 40 Stunden oder 36 Stunden in der Woche arbeitet, als Lohnsklave sozusagen, bleibt dann eben der Erholzeit, der Schlafzeit und im gesellschaftlichen Miteinander nicht recht viel Zeit, Musik zu machen. Beziehungsweise schauen am Ende vom Jahr, wenn man jetzt sagt, 52 Wochen haben wir, glaube ich, nicht recht viel Lieder raus. Ja? Vielleicht 20, vielleicht 10, vielleicht gar keine, weil man nur herumschraubt und es kommt kein Ergebnis raus. Und das habe ich von Anfang an, ich war da ja schon immer ein bisschen Fundamentalist, dachte, da muss man was ändern. Mir war es dann wichtiger, etwas an einem Workflow zu ändern, als wie Musik zu machen. So hat es dann Jahre gegeben, wo ich mehr programmiert habe und gelötet habe, als wie Musik gemacht. Das hat natürlich jetzt auf eine breite Wissensbasis gebracht und jetzt innerhalb von 10 Jahren habe ich schon ein Konzept entwickelt, wie das Ganze funktionieren könnte. Beziehungsweise verschiedensten Sachen umgesetzt und war schon selber programmiert. Und vom Max MSP und Max for Life bis hin zu Mikrocontroller basierende Programme und Hardware. Das Konzept, das ich jetzt vorstellen will, ist folgendermaßen. Es besteht aus drei Hauptbestandteilen. Standard für elektronische Musik wäre zum Beispiel jetzt ein Drum Sequencer. Das ist zu der Zeit, wo ich elektronische Musik angefangen habe zu machen, 2 Jahre später ist das Ding da rausgekommen und das war dann auch mein erster Hardware, Drum Sequencer und Synthesizer. Das heißt, der kann Drum Sequencen, das heißt Schläge aufzeichnen und wiedergeben und er macht gleich Sound. Nur dazu. Das ist ein Element von Techno-Sound. Dazu braucht man natürlich auch Melodie. Und ein Sounderzeug. Sounderzeug. Synthesizer. Hat selber keine Melodien und Noten, kein Sequencer eingebaut. Aber mit dem macht man Mucke. Passt. Jetzt fällt mir der Melodie-Sequencer. Ich habe seinerzeit immer Ableton Live benutzt, weil es mit MIDI-Controller, wie etwa Dender MIDI-Controller, ein APC oder billigere MIDI-Controller wie die Behringer aus der BCR 2000. Das waren meine ersten MIDI-Controller, die ich gehabt habe. Das Teil zumindest. Und mit denen hat man Ableton Live die Melodie kontrollieren können. Das heißt, die Drums sind zum Großteil aus der Drum Machine gekommen. Die Melodien, der Sequencer, wo Ableton Live, der gesteuert worden ist, das ist der Echtzeiteinfluss von meinen Fingern, wurde immer über sowas erledigt. Das heißt, wenn ich Musik gemacht habe, nie zum Ausgriffen, das war ja das Ziel. War natürlich eine Herausforderung, das Ganze synchron zu bekommen und ein großer Lernprozess. Dann sind so Sachen rausgekommen wie das Launchpad zum Beispiel. Und da hat es natürlich wieder eine neue Welt aufgemacht, weil mit dem kannst du ja super Drum-Sequenzen programmieren, beziehungsweise kombiniert mit Dender. Ich habe das dann einfach so übereinander gemacht und habe diese Matrix da erweitert und habe dann praktisch da
an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, an 12 Spur Sequencer gehabt für Drums. Und mit den Melodien, wie das funktioniert hat, das ist eine eigene Geschichte. Zu dem da, zu der klassischen Step-Eingabe, wo ich sage, da kommt Kick, da kommt Kick, da kommt der Snare, da kommt Hi-Hat, Hi-Hat, da kommt Closed Hi-Hat, dam, 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 da kommt der Ride drüber oder was auch immer. Gibt es natürlich auch andere Eingabemöglichkeiten. Das wäre zum Beispiel so ein Triggerpad, das anschlagdynamisch ist. Das heißt, wenn man es hart anschlagt, wird der Drum Sound hart abgespeichert in der Melodie, in der Sequence. Das heißt, man kombiniert diese ganzen Sachen miteinander. Bei der Melodie gibt es natürlich dann an, gibt es natürlich Keyboards. Das ist jetzt kein komplettes Keyboard, aber das sind die Tasten vom Keyboard. Also die kann man eingeben und aufnehmen, also Standard. Das ist im Prinzip eine zerlegte Orgel für ein zukünftiges Projekt. Weil ich muss sagen, ich beherrsche das nicht. Ich habe das in meinen Step-Sequenzen gezeichnet. Ja. Okay. Das alles miteinander kombiniert. Was ergibt das? Eine Groovebox. Das Problem an den heutzutage kaufbaren Grooveboxen, sie können vor allem ein bisschen was, aber sie können nicht das alles miteinander. Also nicht so wie, die haben nicht so einen Sound wie das Gerät da zum Beispiel, vom Synthesizer. Die haben vielleicht ein paar Parameter von diese, keine Ahnung, wie viele Reglern hat der ein Viertel oder ein Achtel von den Reglern. Da zum Beispiel nur einen Filter und einen Decay und vielleicht ein Portamento, ein Mod-Wheel vielleicht noch und auch LFO. Vielleicht noch ein Dribble und ein Bass und vielleicht einen Effektsregler. Aber alles dazwischen, die ganzen differenzierten Envelopes, die 5-Stage- oder 4-Stage-Envelopes, die Hüllkurven, sind da zum Beispiel nicht drauf. Das heißt, komplexe Sounds sind damit nicht so wirklich möglich. Man kann halt in der Groovebox die Möglichkeiten ausschöpfen bis zum Gärtnimmer und kann wirklich gute Musik machen, weil jedes Instrument, man kann aus jedem Instrument so viel rausholen. Natürlich ist es dann begrenzt und das ist bei der Groovebox das Problem. Aber das wissen wir ja eh alle, jetzt verzögert. Jetzt will ich 7 Minuten schon über solche Sachen reden, über solche Schilder. Was? Okay, was geht es jetzt um mein Konzept? Es geht um das, elektronische Live-Musik zu machen. Das heißt, ich stehe mir vor die Geräte, programmiere einen Beat, programmiere eine Melodie und fange dann zum Jammen an. Und der Augenblick, wo ich beim Jammen auf Rekorddruck und auf Stoppdruck, ist das eigentliche Kunstwerk dann. Und das ist dann das fertige Produkt. Das ist der fertige Track. Und den werde ich vielleicht nur noch schneiden, normalisieren von der Lautstärke. Und das war's. Und das Ergebnis klingt super. Da muss ich nicht mehr dran arbeiten. Nicht mehr viel zumindest. Und das Wichtige dran ist, der Spaß beim Spülen ist da. Der ist innerhalb von diesen 7 Minuten oder die 15 Minuten, wo ich da jam, ist einfach da und diese, weiß nicht, wie man es sagen, dieser universelle Einfluss, dieser göttliche Einfluss, diese Magie der ersten Taste, des ersten Tones am Tag ist erhalten und ist vollkommen da. Und nach 15 Minuten kann man auch sagen, das ist jetzt vorbei. Weg, und dann können wir was Neues machen. Und es ist nicht so eine Arbeit, es ist ein Spiel. Und natürlich, das gibt's so fertig nicht zum Kaufen. Das Problem ist, wenn es andere Leute das machen wollen, brauchen sehr viel Hintergrundwissen und müssen vielleicht sogar programmieren können, einen gewissen Grad. Auch wenn es nur grafisches Programmieren ist wie MaxMSP. Aber die meisten Leute werden das wahrscheinlich dann nicht schaffen. Also das elektronische Live-Musik machen. Ah, zumindest. Natürlich was anderes, wenn mehrere Leute zusammenkommen und jeder sein Part spielt. Aber selbst das Verknüpfen von diesen Sachen ist ein schwieriges Ding. Und ich habe mir jetzt gedacht, wie können wir das verknüpfen? Wie kann ich einen Drum-Sequencer, einen Melodie-Sequencer, das Live-Spiel zueinander, wie kann ich das interaktiv und möglichst automatisiert ablaufen lassen?
Das erste Problem, was immer war beim Musikmachen, bei der elektronischen Musik, du hast da einen Drum-Sequencer und du hast dann einen Melodie-Sequencer, ne? Und du hast einen Synthesizer. Aber du hast jetzt immer vor die Aufgabe gehabt, vor die Herausforderung, wirklich immer vor der Zeit, die Zeitverschwendung, dass du die Melodie-Setzung, also so wie der Drum, wie er geschlagen wird, der Drum so bam, tschka, bam, tschka, bam, dass der dazu passt, dass diese Melodie und der Basslauf da irgendwie dazu passt. Das ist immer ein Programmieren, das heißt, du hast einen guten Beat programmieren und jetzt musst du jetzt auch noch zum Programmieren von irgendwelchen Melodien anfangen, von der Setzung, wann es kommen. Die Melodien selber hast du irgendwann herausgefunden, wie und so, das ist dann ein Song. Aber wie die Noten dann gesetzt werden im Beat, ist immer meistens starr im Arrangement oder man hat eine volle Arbeit, damit es passend wird. Weil änderst du im Beat auf der Drum Machine, weil er dir nicht ganz gefällt, musst du auch den Beat sozusagen in der Melodie ändern. Das Problem habe ich gelöst. Ich habe die Trigger Matrix erfunden und die sagt folgendes Regelwerk. Der Master ist der Drum Sequencer oder der Schlagzeuger. Man kann genau so einen Schlagzeug anschließen mit seinen Trigger-Signalen. Aber gehen wir mal von Drum Sequencer aus. Er schickt MIDI-Noten raus, Schläge, Beats und triggert damit die gesetzten Töne an. Das heißt, wenn ein Kick kommt, macht er so. Bam, bam, bam. Auf der Noten, die da gerade gesetzt ist. Auf dem Keyboard oder auf dem Melodie-Sequencer. Ja? Das heißt, bam, bam. So was wie ein Arpeggiator beim Keyboard im Prinzip. Ja? Nur, dass auf die Beats reagiert, die MIDI-mäßig reinkommen. Das ist das Wichtige. Das heißt, ich drücke auf dem Keyboard live jetzt, ohne Aufzeichnung, das heißt, ich da wirklich live spielen, irgendwelche Noten und die ertönen nur dann, wenn die Kick zum Beispiel ertönt. Kick. Das heißt, ich drücke nur so und dann macht es ohne dass ich da jetzt herumspiele. Immer im Sync. Immer passend. Weil. Jetzt kommt nur das Bessere. Das heißt, ich habe eine Trigger Matrix gemacht. Trigger Matrix hast du was. Ich habe jetzt eine 8x8 Matrix gemacht. Ich illustriere das einfach an so einer Matrix jetzt. Sagen wir so, die Dinger würden jetzt blinken und da ist die Kick, die blinkt, das Snare, die blinkt und die Openheit, die blinkt, die Close, die Ride und irgendwelche Bongos und irgendwelche, keine Ahnung, Holzschläge und was auch immer. Und die sieht man dann da so blinken und man weiß, bam, 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 und was auch immer. Und jetzt, das ist der Eingang im Prinzip, der geht in die Matrix so rein. Und sobald bei der Matrix ein Knopf aktiviert ist, hier zum Beispiel, geht er da raus. Und das sind dann die verschiedenen Spuren. Zum Beispiel Spur 1 bis 6 sind zum Beispiel Kickdrum, wo rausgeht auf einen Drum-Synthesizer. Das heißt, man hat so den als Master und da sind natürlich auch Sounds drauf, aber das kann man weglassen. Man kann einen reinen Sequencer machen. Das heißt, das Ding da ist das Ding da. Und das da ist die Matrix. Passt. Das heißt, da rennen die Kicks runter. Bam, 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 bam. Kommen da rein. Ich setze da den Matrix-Punkt. Und das läuft da raus. Oder da raus. Und da geht es auf einen analogen Kickdrum-Modul oder was auch immer. Und auf ein analoges Snare. Und auf irgendwie gut klingende Elemente einfach, die was fett klingen. Analog zum Beispiel. Und die letzten zwei Spuren zum Beispiel sind Synthesizer. Das heißt, das ist MIDI-Kanal 1, Melodie, MIDI-Kanal 2, Melodie. Das heißt, ich jage in die Trigger-Matrix auf zwei Kanälen, zwei Sequenzen rein, 1 und 2, und die ertönen nur dann, wenn ich da zum Beispiel die Kick ausgewählt habe und die Snare oder da die Kick und das Snare oder irgendwelche Kombinationen davon. Und je nachdem
läuft es da raus und passt immer zum Beat. Jetzt hat man natürlich, jetzt kommt natürlich das dazu wie ein Einfluss. Also wie kann ich Abwechslung in einen Beat reinbringen? Das Ding rennt ja immer dahin. Auf Techno zum Beispiel. So bam, 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 tsch, bam, tsch, bam, tsch, 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 bam. Wo was auch immer. Ne? Nachdem wir ja das und recht viel ändern können von der Klangerzeugung. Aber wie gesagt, ich da jetzt ein analoges Kickdrum-Modul und dann ein analoges Snare und ein Closed Hi-Hat, ein Ride oder was auch immer da dranhängen habe, kann ich ja entscheiden, was passiert denn eigentlich mit den Trigger-Signalen, die was da reingehen und da rausgehen. Kommen sie überhaupt immer raus oder setzen sie ab und zu aus, shuffle-mäßig. A random kill nenne ich das. Und der killt einfach per Zufall mit einem Regler Noten raus. Je ärger, je stärker der Regler auftrat ist, desto mehr wird gekillt von den Noten und desto weniger kommt eigentlich am Schluss raus. Wenn ich ihn ganz zurückdrehe, dann habe ich im Prinzip einen Break. Ja? Und so, je nach Stellung, variiert es so und so. Natürlich gibt es dann noch Knöpfe wie Roll zum Beispiel, dann drücke ich Roll und dann nimmt er alle Trigger, die was reinkommen und triggert den, die Kickdrum zum Beispiel. Das heißt, die Summe aller eingehenden Trigger-Signale steuern entweder die Melodie oder die einzelnen Drum-Sounds. So hat man schon Abwechslung und kann damit schon spielen. Ja? Und dazu natürlich, das habe ich jetzt ausgelassen, kann man die Velocity verändern. Mein Konzept ist es so, ist die Drum Machine oder die Drum Sequencer ist der Velocity Master. Also das ist eigentlich der, die, was die Anschlagstärke vorgibt. Das Ding gibt immer den Rhythmus und die Stärke und den ganzen Drive an. Was ich da für Anschlagstärke habe, tue ich völlig ignorieren. Das heißt, das, was ich da drücke, weg, interessiert mich nicht. Das Wichtige ist beim Techno bei mir, dass es mit Beat passt. Deswegen habe ich gesagt, ich ignoriere von denen die Velocity und übernehme die Velocity von diesen da, vom Drum Sequencer. Natürlich kann ich dadurch jetzt Änderungen, einen Schieberegler zum Beispiel, indem ich sage, ja, alles laut oder reduziert oder invertiert, was laut wird, leiser. Oder ich kill einfach Noten, die was stark angeschlagen werden, oder ich kill Noten, die was schwach angeschlagen werden, oder ich kill Noten, die was in der Mitte irgendwo dazwischen sind. Dadurch kann ich ausdünnen. Das heißt, ich kill jetzt zum Beispiel die Werte von Anschlagstärke 0 bis 64, das sind die leicht angeschlagenen, das sind die Rolls, das sind die Ghost Notes, die kill ich raus und dann habe ich eine ganz andere Songstruktur. Ich habe ein paar Mal richtigen Vierviertelbeats ohne irgendwelche Unterbrechungen oder was auch immer. Also ich öffne nur bam, starres, bam, tschak, bam, tschak, bam, tschak, bam, tschak. Andererseits, wenn ich alles eingeschalten habe, also wenn alle Noten durchgegangen und ich drehe den Velocity Offset-Regler rauf, das heißt, wenn ich alles laut mache, kann ich im Prinzip schon sowas wie einen Roll machen. Ich drehe rauf und bam, werden aus den leisen Ghost Notes eine riesige Drum- und Melodie-Klangteppich. Natürlich habe ich mir dann jetzt auch gedacht, ja, wie machen wir denn das eigentlich mit der Länge von den Melodien? Wie machen wir denn das jetzt mit der Decay-Time, mit den Noten, mit dem Sustain, mit der Zeit, wie lang der Ton ertönt, wenn ich drauf drücke. Und da habe ich mir gedacht, ignoriert einfach die Sustain-Zeit. Ich nehme das Trigger-Signal und tue auf der Trigger-Matrix bestimmen, wie lang ein Ton ertönt. Das heißt, ich habe einen Decay-Regler da. Der MIDI-mäßig den Sustain, den was er rausschickt, den was er errechnet aus den MIDI-Noten, einfach rausschickt, den was ich ändern kann. Somit kann ich mit einem Regler zum Beispiel oder auch mit mehr Regler, aber natürlich auch mit dem Master-Regler, die Decay-Time für alle Spuren ändern. Was heißt das? Ich weiß nicht, inwieweit ihr mit sowas schon experimentiert habt, aber es ist super, ein extrem gutes Element zum Spülen, wenn man die Decay-Time von alle Instrumente runterdrehen kann auf einen Schlag. Man kann damit so viel anrichten mit nur einem Regler. Das ist so wie mit dem Kill-Regler. Das ist nur ein Ding. Oder mit den Kill-Switches von den Noten. Das sind nur zwei, drei Knöpfe. Und
vier Regler. Und du machst dann, spielst du mit ein ganzes Set und du denkst dir, ja, dann müsst ihr jetzt hunderte von Handgriffen machen. Ist nicht so, braucht kein Mensch. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, na, jetzt brauche ich aber sowas wie Matrix Presets. So in der Richtung. Das heißt, diese Einstellungen, wo was rauskommt, in diesem Song werden abgespeichert. Und so habe ich dann einfach 8 Songteile, ja, Intro, Outro, Break, irgendwie und ein Roll Pattern. Und somit kann ich praktisch mit einer starren Drum Sequenz, die was von Electribe einfach starr einfach rauskommt, wo ich nicht recht viel verändern kann, außer wegschalten, dazuschalten und so weiter. Und das Wegschalten und dazuschalten, das mache ich dann eben mit dem Weg und dazuschalten, aber auf Preset-Basis. Das heißt, ich drücke dorthin Intro und dann sind ein paar Mal nur noch 2 Knöpfe da gedrückt. Und beim Roll sind von mir alle gedrückt oder was auch immer. Und dann drücke ich auf der Seite auf die Roll-Taste und ein paar Mal hört man da alles an. Oder ich drücke daher und da habe ich das Intro und ich höre fast nichts. Und daher ist Break und da ist die Kick ein paar Mal nicht mehr auf der originalen Kick von der Electribe, wo es Bam 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 macht, sondern auf irgendeiner Snare, wo es nur noch Bam, tsch, Bam. Dann hört man das nur noch so. Und so habe ich praktisch mit weiteren 8 Knöpfe eine ganze Songstruktur live zur Verfügung zum Verändern. Und das gibt so viel, ja. Ja, einfach. Genau. Und folgendes. Jetzt gibt es nämlich jetzt bei midibox.org hat gerade ein User 16x16 Matrix, das heißt sowas, nur mit sowas dazu und nur mal die zwei übereinander praktisch. 16x16. Eine Hardware. Mit einem Bulk Order auf die Reihe gestellt. Das wird jetzt demnächst versendet werden, hoffentlich. Und das wird dann 16x16 Drum Sequencer. Das heißt, das Ding wird ersetzt gegen so eine riesige Matrix. Diese riesige Matrix dient dann im zweiten Steps, neben einem Step Sequencer für Drums, als riesige Trigger Matrix. Drücke ich auf den Knopf, dann bin ich in einem zweiten MIDI-Modus sozusagen, steuere damit ein anderes Mikrocontroller-Board an, wo eben die Trigger-Matrix-Software von mir drauf ist. Und dann mache ich da Soundparts und schalte das um oder programmiere die Sachen ein. Ja, das wären einmal die Drum-Sachen und die Trigger-Matrix. Das nächste, was kommt, ist ein Melodie-Sequencer. Ich habe mir so eine Heimorgel gekauft. Eine habe ich mir gekauft um 10 Euro, die andere habe ich geschenkt gekriegt. Die andere baue ich gerade um, beziehungsweise habe ich schon einiges umgebaut. Die mit Trigger Matrix einbaut und jetzt diese Sachen, von denen ich jetzt gerade geredet habe, in die Orgel. Und eine zweite Orgel habe ich auch gehabt. Und die hat mir so gut gelungen. Und deswegen haben wir einfach dann die Manuale ausgebaut, so nennen sie das. Das Upper und das Lower Manual. Und ich will diese ganzen Sachen jetzt verbinden. Das heißt, was man wieder sehen kann, die zwei Keyboards übereinander. Zwei Keyboards, dann die riesige Trigger Matrix und dann ein Melodie-Sequencer. Ja, der Melodie-Sequencer hat die gleiche Größe wie die Trigger Matrix bzw. der Drum Sequencer. Und das wird ein riesiger Kreis. So, jetzt hat mir die Kamera recht einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die hat es einfach abgeschaltet. Gut. Also, für den Sequencer, okay, ich fange einfach nochmal neu an mit dem Sequencer. Okay, das ist so ein Step-Sequencer, wo außenrum die LED-Ringe sind. Der innere Ring zeigt die Step-Position an. Was ein Step-Sequencer heißt ja, dass er
von Schritt zu Schritt Noten rausschickt. Bremse sogar. Und der äußere Ring zeigt mir den Startpunkt und den Endpunkt des Loops an. Das heißt, das läuft zum Beispiel jetzt nicht die ganze Runde durch, das Lauflicht, sondern läuft nur von hier bis daher und von hier bis daher und von hier bis daher. Endlos. Es gibt jetzt die Realtime-Aufnahme. Man nimmt dann einfach ein Keyboard her, drückt auf Record, spielt irgendwas, man sieht der, wo man jetzt ungefähr ist im Song und hört man da zum Spielen auf. Und dann hat man gute Segments und dann war die so gut und dann kannst du es jetzt nicht bearbeiten zum Beispiel. Doch, man kann es bearbeiten, weil es ein Step-Sequencer. Deswegen gibt es einen Step-Mode, dann steppt man praktisch durch. Das heißt, ich drücke auf Step-Mode und dann bleibt er stehen. Das heißt, der Sequencer bleibt auf der Noten stehen. Und sobald irgendwie da was ändert von den Noten, schickt er einfach den einen Step nochmal raus. Auf meine Trigger Matrix, die retriggert das endlos auf irgendwie einen Beat und man hört dann den einen Ton im Beat einfach wiederholend da. Gut, geht zum nächsten Step, verändert er was, geht zum nächsten Step, verändert nichts, geht zum nächsten Step, verändert er was und so weiter. Oder ich steppe praktisch mit dem Shuttle durch und dann höre ich praktisch langsam oder schnell, je nachdem wie du, die ganze Sequence. Und wenn ich dann irgendwie was höre, das was nicht passt, gehe einfach ein bisschen zurück. Aha, passt, der Step ist, verändere die Werte über den Display. Über den Display wird mir angezeigt, wenn man 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, wir haben 10 Noten in einem Chord angezeigt, das heißt, der Sequencer auf einer Melodie ist 10-fach polyphon pro Track, das heißt 4 mal 10 mal 256 Steps, kurz gesagt. Gut, jeder Step hat neben die 10-fachen Polyphonie, die ich über ein Display und drunter also Drehregler steuern kann, Mod Wheel Layer Track, mit dem ich dann am Synthesizer bestimmte Sachen machen kann, wie zum Beispiel einen Filter auf und zu dran. Und am Pitch Wheel für Portamento. Das ist dann auch ein eigener Layer. Den kann man pro Step dann ändern. Gut, und das ganze Ding hat 0 bis 256 Steps, also 0 bis 55 Steps. Was kann das Ding tun? Man kann den Step kopieren und einfügen auf den nächsten, also den Chord kopieren, auf den nächsten auf Paste drucken und drin ist er. Dann gibt es eine Autovervollständigung, das heißt, wenn ich die ersten 8 Steps programmiert habe, geile kurze Baseline, dann drücke ich 8. Die Taste 8-256, dann kopiert er den 8er auf 16, auf 24, auf 32, das heißt, er wiederholt in diesen 256er Kreis die ganzen 1 bis 8er Schritte. Die Taste gibt es 5 Mal, dann gibt es den 8 auf 256, den 16 auf 256, den 32 auf 256 und den 64 auf 256. Nachdem das Ganze auf einer Plexiglasscheibe gemacht wird und die Beschriftung hinterleuchtet wird in verschiedenen Farben und der Druck hinter der Plexiglasscheibe, das sind zwei Plexiglasscheiben, dazwischen ist eine Folie, die Folie wird bedruckt mit verschiedenfarbigen Texten und je nachdem wie die RGB-LED darunter leuchtet, sieht man dann gewisse Schriftarten heller als wie die anderen. Rot auf Rot, Rot-Grün und so weiter. So kann man dann verschiedene Anzeigen machen, beziehungsweise auf verschiedene Positionen die Beschriftung setzen, zum Beispiel bei den Knöpfen drunter oder drüber. Und die werden drunter oder drüber beleuchtet, weil 8 bis 256 stimmt ja eigentlich nicht bei einem 5er Beat. Oder beim 3er, beim 6er, beim 9er. Stimmt das eigentlich gar nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache 4er und ungerade, also gerade und ungerade, andere Beschriftung auf jeden Fall mal. Mindestens für zwei verschiedene Typen. Die verschiedenen
Taktypen. Ist er Vierer, ich meine, ist er Grauler, ist er Ungrauler, ist er Sechser. Und dann sagt man der da zum Beispiel über LEDs an, erste LED blinkt, dann sind dazwischen 5 nicht beleuchtet, dann ist wieder eine beleuchtet. Das ist der Sechser praktisch. Und so geht das immer mit diesem gleichen Abstand weiter. Oder beim Vierer, der erste ist beleuchtet, dann sind 3 freier, dann ist der 5. wieder beleuchtet. Also quasi ungefähr, wo ich im Raster bin. Und über diese Beleuchtung sitzt auf der Folie ein beschrifteter Zahlenwert, der man dann visualisiert, wo ich eigentlich jetzt bin. Das heißt, eine römische Zahl. Keine Ahnung, wie die Zahlen heißt. Auf jeden Fall. Arabisch? Keine Ahnung. Eine 2 auf jeden Fall. Da weiß ich sofort, ja, wo bin ich ungefähr. Außerdem weiß ich da über eine 3-Segment-Anzeige, über eine LED-Anzeige, welchen Step, das ich gerade bearbeite. Ich sehe zwar da, wo ich gerade bin, aber ich sehe ja da. Gut, was haben wir sonst? Step und Realtime Recording und Editing. Copy-Paste von einzelnen Steps. Copy-Paste von Track zu Track. Die Rate, das heißt, mit welcher Rate wird es abgetastet oder angefahren. Das heißt, wenn ich es jetzt mit dem normalen MIDI-Clock ansteuere, zum Beispiel auf 140 BPM, dann könnte es da jetzt verdoppeln, ne? Oder vervierfachen oder halbieren. Die Geschwindigkeit, was die Steps angefahren werden, von Step zu Step zu Step. Das ist ein cooler Live-Effekt. Es geht über einen Drehregler und über 2 Segment, über 7-Segment-Anzeige mit 2 Digits, oder wie man das nennt. Synchronisationstaster für 4 Tracks. Dann die 4 Tracks sind einzeln aufgeführt und pro Track gibt es dann sowas wie ein Channel Strip. Das heißt, pro Track kann man praktisch auf der Hauptoberfläche synchronisieren drücken, Record drücken, Play Stop, Octave Shift, Up Down, temporär, also jetzt nicht gespeichert, sondern im Sinne von was rausgeschickt wird. Und ein Long Short Taster, indem ich sage, ja, es gibt einen kurzen Loop, den ich da editiere, einen kurzen Loop Point und einen langen Loop Point. Das heißt, einer der volle Track und einer eine kurze Melodie im Prinzip. Und eine Track Position Anzeige in einem Kreis mit 16 LEDs, was mir jetzt die ungefähre Position in diesem Loop, dem was ich ausgewählt habe, anzeigt. Und der Encoder in der Mitte von dem LED-Kreis macht einen Jump. Das heißt, den Jump in dieser Viererstruktur, wenn ich zum Beispiel 16 ausgewählt habe, 16 ist ein Bar sozusagen oder was auch immer, dann springe ich ein Bar nach vorn mit dem Encoder. Wenn Sync-Taster bringe ich alles wieder in Sync, das heißt beim nächsten Answer, also beim Haupt-Answer, dem MIDI-Clock-Answer im Prinzip, wo das erste Mal auf Play gedruckt worden ist, so. Also wo das Play-Signal gekommen ist vom Sequencer und die MIDI-Clock zu der Zeit, da ist wieder der Answer und dann synchronisiert er wieder alle. Das heißt, ich kann da rumspülen, offsetten oder was auch immer. Ja. Und es gibt Input-Output-Matrix. Das ist eine 4-4er-Matrix, wo ich dann praktisch zwar so Keyboards anschließen kann, Gitarren-Synthesizer und von mir aus Fußpedal, Octave oder so. Und da sage ich, ja, was passiert denn jetzt eingangsmäßig zum Aufnehmer? Wo wird das hingeschickt? Auf welche Sequence im Prinzip? Ist das erste Manual auf alle 2 Tracks oder auf alle 4 oder nur auf dem 1er oder nur auf dem 3er und 4er? Wo zeichne ich auf? Wer zeichnet wo auf? Zum Beispiel die Gitarren-Synthesizer, wenn ich in meinem Duo, wo wir haben, sind, also mit meiner Grimmick, mit meiner Band im Prinzip, wenn der mit seinem Gitarren-Synthesizer reinkommt, mit dem MIDI, was da rauskommt, kann ich sagen, er will jetzt alle 4 Spuren aufnehmen. Passt, und die bearbeitet dann oder was auch immer. Oder er kriegt immer nur eine Spur oder er macht jetzt gerade einen Pass damit oder was auch immer. Wo wird das rausgeschickt? Und dann am Mute-Taster, wo ich sage, na, die Ausgänge von diesem Sequencer werden gemutet. Gut, ist was anderes wie Stopp. Das ist ein großes Projekt für den Winter, zum Programmieren und zum Bauen. Alle anderen Sachen, wie zum Beispiel das Keyboard und diese Steps,